So, hallo, jetzt kann ich auch aufnehmen. Gerade habe ich es getestet, da hieß es wieder überlastet, Codierung, bla bla bla. Jetzt scheint es zu gehen, keine Fehlermeldung, sehr schön. Ich begrüße euch zu einer hoffentlich etwas erfolgreicheren Runde. Isaac Repentance. Philipp hat sich jetzt hier aufnehmen, mache ich davon abhängig, wie es läuft. Wenn scheiße läuft, lasse ich es, glaube ich, gleich wieder hier mit. Aber das Ding ist, heute war der letzte Part und ich muss jetzt wieder aufnehmen. Ich habe mich ein bisschen gedrückt, gerade weil es so schlecht gelaufen ist, die letzten Runs über. Wir quatschen einfach ein bisschen, während ich es nochmal probiere, würde ich sagen, mit Bethany da durchzukommen. Ansonsten, was wir auch gerne mal machen könnten, wäre mit Azazel zum Beispiel mal versuchen, den neuen Weg zu gehen. Können wir ja auch erstmal auf Normal zum Beispiel spielen, ne? Dass man sich einen ziemlich leichten Charakter mal raussucht und versucht einfach mal diesen neuen Weg zu zeigen. Ich weiß zum Beispiel auch noch nicht, wie man Jakob freischaltet. Ich will auch nicht, dass ihr mich spoilert, ne? Was ich weiß, ist, dass ich mal in weißes Feuer gehen soll, wenn ich weißes Feuer sehe, da das aber nur in den neuen Ebenen vorkommt, wenn wir jetzt noch kein neues Feuer sehen. Ja, und wie gesagt, ich könnte auch natürlich mit Bethany erstmal auf Normal spielen, so, aber ich würde halt gerne gleich... Vielleicht wäre es schlauer, vielleicht hätten wir einen erfolgreichen One, wenn ich so auf Normal spiele. Muss es Harz... Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es sinnvoll ist. Ich meine, es müsste doch eine... Gibt es dann zwei Freischaltungen, wenn ich es auf Normal und Hart schaffe? Gibt es für Hart überhaupt eine zusätzliche Freischaltung? Bin mir nicht sicher. Wenn es nämlich gar keine zusätzliche gibt für den einzelnen Hard One, sondern nur für, keine Ahnung, alle Hard Ones zu schaffen, und das werde ich ja eh nicht, dann wäre es vielleicht eine Überlegung, dass man sagt, man spielt Bethany auf Normal. Aber ja. Count hat auch gesagt, wenn ich schon die ganze Zeit resette, sollte ich doch zumindest die Stachelräume besuchen, wenn ich schon welche sehe, Mann. Jetzt haben wir zwei. Jetzt haben wir den Stachelraum und den zweiten Raum. Ja, wahrscheinlich. Ich sammle das jetzt ein, weil ich werde die Ran ja eh nicht spielen. Dann gehen wir in den Stachelraum. Und dann erfreuen wir uns der Dinge. Was haltet ihr davon? Pass auf, jetzt sind hier mega die guten Items drin. Mein... Possible wär's. Okay. Gehst du dann auch mal kaputt so? Würde ich treffe dich halt auch kaum. Kannst du geben. So, was haben wir jetzt hier? Ja, wahrscheinlich! Ach, komm schon! Jetzt habe ich den scheiß Tower-Effekt eingesammelt. Alter, ich meine, ich muss es jetzt mitnehmen, weil wir kommen nicht mehr in den Engelraum rein. Ne? Wir sind in der ersten Ebene, wir kommen nicht mehr in den Engelraum rein. Jetzt kommt Bad Trip und das weiße Herz ist weg. Nein. Oh nein, aber ich muss hier wieder raus! Das weiße Herz ist so oder so weg. Es nützt mir nichts. Ich komme nicht raus. Das weiße Herz ist wieder weg. Ja, scheiße. Ja, was will ich tun? Aber wir haben Halo. Also wir haben jetzt schon... Oh, nee. Und ich habe jetzt den blöden Bomben... Ja gut, was soll's. Wir spielen. Wir spielen die Runde. Mit Halo starten. Ist halt gut. Okay. Loose Cutter. Es muss irgendwas mit Elektro zu... Das hatte ich doch bestimmt schon mal. Ich guck jetzt nach. Ich werde jetzt auch... Ich bin mir sicher, ich hatte das Ding schon mal in der Hand. Keine Ahnung. Ist das ein Afterbirth-Trinket? Ah, ja.
Macht alle Trollbomben in Bomben, die man aufsammeln kann und benutzen kann. Okay. Also solange wir das haben, bekommen wir keine Trollbomben ins Gesicht geschmissen. Wir bekommen aber leider Bomben ins Gesicht geschmissen, wenn wir getroffen. Wenn wir da, habt ihr es gesehen? Die Trollbombe wurde zu einer normalen Bombe. Oh, heißt das? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das macht... Solange ich dieses Ding trage... Solange ich dieses Trinket trage... Spendet mir... Oh mein Gott, spendet mir jeder Treffer einfach richtig viele Bomben. Das macht den negativen Effekt von Tower komplett weg. Yo! Yo! Das heißt allerdings auch, dass die überhaupt nicht dann explodieren und also auch in einem Bosskampf es mir nichts nützt, wenn dann da irgendwas explodiert, ne? Aber ich krieg halt massig Bomben dadurch. Tja, jetzt ist halt die... Nein, ich muss das behalten. Solange ich den Tower-Effekt habe, kann ich kein anderes Trinket mit mir rumtragen. Das geht einfach nicht. Das ist effektiv, ist es nicht möglich. Und solange ich das mache, sollte ich auch... Ich muss mir das 1 plus 1 holen. Ich muss mir das 1 plus 1 holen. Ich kann mir das 1 plus 1 holen. Weil dann kriege ich doppelte Bomben. Oh, ich kann es mir noch nicht holen. Ich brauche noch eine Münze. Also notfalls noch einmal sprengen oder irgendwo noch eine Münze bekommen. Beides wäre im Rahmen möglich. Beides wäre eine Möglichkeit. Wir kriegen so viele Bomben. Ich kann alle Steine sprengen. Ich kann immer den Geheimraum suchen. Bei so vielen Bomben werde ich auf jeden Fall immer den Geheimraum suchen. Und wenn ich 3000 Mal mich versprenge, ist scheißegal. So. Von der Map-Location her könnte zwar hier... Oh, jawohl. Ich hätte überhaupt nicht die Maschine sprengen müssen, die Donation-Maschine, aber was soll's. Ja. So, jetzt ganz wichtig die Reihenfolge. Erst das hier sammeln, dann das hier, weil dann sind das hier schon die doppelten Items. Oh, ich dachte, das sind schon die doppelten Items. Enttäuscht. Da habe ich mich getäuscht. So, genau, weil hier kann kein Geheimraum sein, ne? Da ist ja blockiert, also wird da auch nicht mehr sein. Aber vielmehr... Möglichkeit gibt es ja eigentlich schon nicht mehr. Oder? Doch, gibt es. Okay, alles klar. Ja, ich habe da eine ganz böse Vermutung, was den Geheimraum angeht. Wir kontrollieren das mal kurz. Von hier aus wird es... Ja, komm, wir sprengen einfach. Ich habe so viele Bomben, wir sprengen einfach. Jawoll. Jawoll! Wäre dumm, den hier nicht zu sprengen, okay. Yo, das mit den Bomben ist mächtig. Oh, ich hab vergessen, meine Flamme einzusetzen. Ich meine, es lädt sich ja eh alle vier Räume auf. Ich hätte jetzt schon ein paar Mal die Flamme einsetzen können. Naja, ist egal. So, hier auch sprengen auf jeden Fall. Ja! Gib mir den. Genau auf den habe ich gehofft. Jetzt ist es eigentlich schon gar nicht mehr so unnötig notwendig, die blauen Steine zu sprengen, weil es ja nur, in Anführungszeichen, nur blaue Herzen noch. Oder kann jetzt noch was anderes rauskommen? Hä? Da ist nicht der Geheimraum. Okay. Habe ich hier noch hier die Möglichkeit? Ah ja, dann haben sie den mal hier hingesetzt. Ungewöhnlich, aber natürlich ein Ding, was sein kann. Gut, sollten wir ganz oft getroffen werden, kann ich mir hier wieder Energie holen. Also die erste Ebene sollten wir schon schaffen. Jetzt haben wir auch schon... Wir haben jetzt schon ein krasses Damage-Up.
Wir haben Halo eingesammelt und den Small Rock. Das macht schon mal guten Damage auf jeden Fall. Und das ist nur passiert, das muss man sich mal vorstellen, das ist nur passiert, weil ich in diesen Stachelraum gegangen bin. Das ist insane. Das ist einfach insane. Eigentlich wäre es jetzt sogar schlau, sich ein paar Mal treffen zu lassen. Jo, wir spielen jetzt den ganz geschickten Trick-Move hier. Ich meine, ich krieg ja sämtliche Herzen wieder. Ich sollte mich halt nicht zu oft treffen lassen, damit es nicht nachher noch schief geht. Aber jetzt sollte ich ihn dann schon mal erledigen. Ne? Aber ihr versteht, was ich meine. Jetzt hole ich mir die Herzen wieder und alles ist cool. Mein Gut, ich hätte das auch etwas weniger gefährlich machen können in dem Raum mit dem Feuer oder so und da reinlaufen. Aber hey, 64 Bomben sind 64 Bomben. Da sage ich nicht nein. 68 Münzen sind 68 Münzen. Zwei Schlüssel haben wir auch. Ich bin gespannt, wohin uns dieser One führt. Okay, er führt uns erstmal direkt zum... Was war das? War das nicht sogar ein Spacebar-Item? Das war doch, wenn ich jetzt Geld einzahle... Und zahle ich da Geld oder Herzen ein? Ich bin mal, bevor ich... Ich glaube, ich zahle Geld ein und dafür werden Gegner besiegt oder so. War das sowas? In Kombination mit dem Buch könnte das wieder super interessant sein. Ich gucke kurz nach. Das ist eins der ersten Items. Das ist auf jeden Fall ein Rebirth-Item. Das muss ich hier bei Rebirth irgendwo finden. Sortieren wir das hier ja immer nach Farbe. Eigentlich war das so ein bisschen bläulich. Ich gucke gerade bei den blauen Items. Da ist es schon mal nee. Oder war es eher grau? Also oben ist es gelb. Oben guckt diese gelbe Münze raus. Das weiß ich. Aber wo ist es? Ist es doch ein Afterbirth-Item? Nee, das ist doch... kein Afterbirth-Item, das kam doch. Das kenne ich doch. Ich sehe es halt nur wieder nicht, das ist furchtbar. Ich sehe es halt echt wieder nicht. Zweifle ich dann immer an meinem Verstand, ihr kennt das mittlerweile schon. Auf welche Farbe muss ich denn gucken? Das ist bei den gelben Farben hin, weil da diese gelbe Münze rausguckt. Also. Alles ist so gräulich. Es ist mir so gräulich. Warte. Geh ich mal bei den grauen, bei den dunklen Fingern durch. Oder kann ich, wenn ich Pay eintippe oben bei Suche, nicht, dass es mir dann irgendwas spoilert? Da ist es! Magic Fingers. Consumes a coin and deals damage to everything in the room. Ja, nice. Also mit mehr Münzen... Mit mehr Münzen kann ich da schön Damage machen. Okay, cool. Wir gehen jetzt natürlich noch nicht hier rein, weil wir wollen ja den Engelraum bekommen. Den Engelraum bekommen wir im Moment zu 100%. Wenn ich mich jetzt nicht mehr treffen lassen sollte, bekommen wir den Engelraum. Und ich sag's mal so, ich habe nicht vor, mich treffen zu lassen. Ne? Ich meine, ich krieg keine blauen Herzen, die meine roten Herzen schützen. Wir sind immer noch bei 36%. Ja, scheiße.
Und die Karte, sehe ich gerade, ist nicht. Also ich muss ein bisschen überlegen wegen Geheimraum, aber wir haben so viele Bomben. Das sollte passen. Okay. So. Ich müsste es doch schaffen, die Schlüssel zu mir zu sprengen. Ich glaube schon, das ist nah genug. Yes. Und dann schaffe ich es auch, die Truhe zu mir zu sprengen. Nein! Du bist da hinter die Truhe. Ja. Hinter die Truhe. Ja, genau so. Nice. Herzen. Holen wir uns auch schon mal vor. Sehr schön. Ne, die eine Minute werde ich jetzt nicht bekommen. Was? Das ist eine normale Truhe? Oder brauche ich da mehr Schlüssel für? Ich meine, ich habe 3 Schlüssel. Wir gucken mal vorsichtig. Oder war das die wieder... Da, das war die wieder zugeht. Dann gehe ich da erst... Vielleicht kriege ich noch einen goldenen Schlüssel in der Ebene. Das wäre natürlich cool. Aber erstmal werden wir jetzt nicht Schlüssel verschwenden. Hier ist dieser Raum. Da können wir jetzt auf jeden Fall lustig sprengen. Die Dinger können auch mal coole Sachen beinhalten. Zum Beispiel Gegner. Was hat die denn? Da ist dann, es wäre dann die Möglichkeit, dass hier ein Geheimraum ist. Sprengen wir auch mal. Ich glaube, wenn ich die Bombe genau hier platziere, müsste ich alle mitreißen. Das hat super funktioniert. Hätte ich überhaupt alle mitreißen können? Ich weiß es nicht. Aber sehr viele mehr Münzen. Sehr gut. So. Also jetzt zählt wirklich jede Münze, weil mit dem Item, was wir haben... Ich werde es jetzt einmal werde ich es jetzt einsetzen, um zu sehen, ich müsste ja auch mit jedem Einsatz... mir eine Flamme erzeugen. Genau. Und zwar eine Münzenflamme. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn diese Flamme von einem Gegner berührt wird. Na, das wollte ich jetzt einmal testen auch. Es dürfte jetzt ja auch keine blauen Herzen kosten, wenn ich das einsetze, richtig? Ja, es kostet keine blauen Herzen. Das ist interessant. Hier können wir nachher auf jeden Fall spielen, solange wir noch... Oh, die schießen! Die schießen zusätzlich! Das heißt... Okay. Ich kann mir jetzt schon einen ziemlich großen, also einen ziemlich starken Mehrfachschuss aufladen. Okay, das ist cool. Ich glaube, ich kann bis zu 8 erzeugen. Hab ein bisschen Angst, dass ich da... Oh, da ist der Boss auch. Gerade noch gar nicht gesehen. Dann ist hier auf jeden Fall der Geheimraum. Ja, ist okay. Ach, du grüne Neune. Nachher. Das sind viel zu viele Maschinen für mich. Das kompensiert. Das kann ich nicht. Ich bin doch. Ich halte mich doch in der Ebene gleich 3 Stunden auf. Leute, ich halte mich hier in der Ebene doch gleich 3 Stunden oder so auf. Jetzt ist hier die schwarze. Jetzt ist hier die schwarze Flamme. Die ist doch auch so ein Item, was man sofort. Was sich selbst wieder auflädt. Das müsste ich doch genauso entsprechend richtig nice kombinieren können mit dem Ding. Das müsste ich doch richtig nice kombinieren können. So, schwarze Flamme, wo bist du? Da.
plus ein Black Heart, immune to all floor curse. Das ist gar nicht, das ist gar kein Space Bar Item. Das ist anders als die anderen Flammen, das ist gar kein Space Bar Item. Das reduziert mir die... Nice. Das nimmt mir die Flüche weg. Oh, wie gut. Das nimmt mir einfach die Flüche weg. Das ist ja richtig stabil. Okay, krass. Gut. Dann gucken wir mal kurz, ob hier... Ach nee, den haben wir. Wir haben schon beide Geheimräume. Nevermind. Waren wir schon im Itemraum? Bin ich jetzt dumm? Da war das Ding drin, ne? Da war das Ding hier drin. Aber was ist denn dann da noch? Was ist denn dann da noch für ein Raum, den ich nicht... Wo ich nicht... Ich habe komplett vergessen, wie der Raum hier ist. Aufgebaut ist. Das war ein bisschen gefährlich. Ach, da war ich wegen den Schlüsseln nicht drin. Richtig. Das, was ich zuerst als Fluch gesehen habe, nämlich diesen Cursed Tower-Effekt, ne? Das wird jetzt einfach zum Segen. So, ich gehe noch nicht in den Stachelraum, wir gehen nachher in den Stachelraum. Eben aus dem Grund, dass ich erstmal mit meinem jetzigen Schaden, den ich nicht bekommen habe, ne? Möchte ich auf jeden Fall erst den Boss machen, damit der Engelraum auftaucht. Ganz, ganz klar. Ich will auch mal gucken, wie viel Schaden ich jetzt mit einem Item... Dings dem Boss machen. Yo. Das war nicht bad. Das war nicht HP ab. Kein Engelraum. Wir hatten 61% Wahrscheinlichkeit. Na gut, dann eben kein Engelraum. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Wir haben richtig viele Herzen rumfliegen. Wir haben also die Chance auf ein weiteres HP ab. Jetzt gehen wir aber erst in den Stachelraum. Und Leute, es tut mir leid, ich werde mich jetzt eine Weile aufhalten. Ich meine, wir machen eh keinen Bossrush. Oh, gut, dass es da dieses Spinnennetz-Ding gibt. Ich würde jetzt mal in dieses Ding reinlaufen. Ne? Also, ich mache auf keinen Fall... Oh, okay, alles klar. Ich mache auf keinen Fall Bossrush. Schaffe ich eh nicht mehr. Ja, ist okay. Die Tower brauche ich auf keinen Fall. Die brauche ich auf jeden Fall auch nicht. Also die Wheel of Fortune mitnehmen ist kompletter Schwachsinn. Ich nehme die Tour of Clubs mit. Ich meine, ich krieg so viele Bomben. Das ist eigentlich Schwachsinn. Was ist denn da jetzt am besten mitzunehmen? Eigentlich ist die Tower am schlauesten mitzunehmen, weil der mir einfach nochmal Bomben bringt. Ich meine, die Tour of Clubs verdoppelt sie. Könnte jetzt auf 99 Bomben hochgehen. Wheel of Fortune. Wir haben in dem einen Raum so viele Wheel of Fortunes rum, also so viele Maschinen rumstehen. So viele Münzen habe ich jetzt auch nicht. Ich will jetzt auch nicht alle Münzen hergeben eigentlich, ne? Ich spekuliere so ein bisschen auf die nächsten Shops. Wir nehmen jetzt mal die Tour of Clubs mit. Ich glaube, die ist am sinnvollsten. Ist jetzt nicht die Mega-Ausbeute in dem Raum gewesen. Gebe ich zu. So, jetzt ganz kurz einmal schauen. Hier liegen zwei Herzen rum. Hier liegt ein Herz rum und wenn ich noch mehr Schlüssel bekommen sollte, könnte ich hier noch ein bisschen rumspielen. Aber ich will nicht hier zu viele Schlüssel jetzt schon hergeben, weil Schlüssel kann man später noch sehr gut brauchen. Also, wir haben schon drei Herzen. Und hier könnten auch noch mal einige rauskommen. Ich spekuliere jetzt noch auf Pretty Flies im Moment natürlich. Okay, halbes Herz. Spiel bis 15. Was bist du? Sobald ich dieses Trinket hergebe, sobald ich dieses Diffuse Trinket hergebe, die Bomben, die fallen, sprengen mich kaputt. Ich kann es nicht riskieren. Ich muss dieses Trinket den ganzen Run über behalten. Ich kann kein anderes Trinket nehmen. Das geht nicht. Wo ist mein OBS? Nehme ich auch. Okay, komm.
den gerade schon. Ja, schön. Ich meine, wir kriegen ja auch nochmal gleich Geld durch die Maschine, ne? Durch die Herzmaschine. Und ich weiß, ich könnte hier hinten zum Beispiel blaue Herzen rausholen. Ich könnte auch diese Wahrheitskugel bekommen, die mich glaube ich, auflädt und so weiter. Aber dann muss ich ja das andere Space-Item hergeben, was ich gerade sehr ungern hergeben würde. Was darauf basiert, dass ich viel Geld habe, natürlich. Okay, nice. Moment, aber was macht dieses Trinket eigentlich? Vielleicht ist das Trinket ja für die Maschinen gerade ganz gut. Ich hatte das auf jeden Fall, glaube ich, auch schon mal. Sein Afterbirth Plus Trinket. Restock Boxes will always spawn in Item. Ach so, alles klar. In dem Itemraum kann man dann, komm, sonst, ja. Okay, so, wir haben ein paar Herzen rumfliegen, wie gesagt. Nein! Achso, die sprengen. Stimmt ja, ich krieg ja wieder Bomben. Mit jedem... Was ist das für eine Kombination? Das ist ja richtig wild. Ja, jetzt sind wir bei 99. Gut, laden wir erstmal kurz Herzen auf. Gehen hier wieder bis 15. Das war sehr schlecht. Das war sehr, sehr, sehr schlecht. Jetzt haben wir noch... Naja, eigentlich sollte ich es jetzt lassen. Wenn wir ehrlich sind, sollte ich es jetzt lassen, oder? Ja. Wir haben keine neuen Schlüssel bekommen. Ja. Nee. An der Stelle, ich spreng jetzt natürlich noch die Automaten. Oh ja, ich hätte die Dings spawnen können und sprengen können. Ja, ja, ich weiß. Hätte mir vielleicht nochmal 2, 3 Münzen gegeben. Okay, ich spreng erstmal hier hinten. Der Hoffnung, dass... Aha. Aha. Lemon Party. Okay. Dann sprenge ich einen. Oh, das wollte ich nicht. Dann sprenge ich einen. Vielleicht kommen nochmal Münzen raus. Ich habe sogar nochmal einen Shot. Einen Shot an der Maschine. Und jetzt habe ich sogar wieder ein bisschen Geld. Es tut mir leid, ich muss mich aufhalten. I'm sorry. Please don't judge me. Ich habe nochmal einen Shot an der Maschine. Ja, in Ordnung. Dabei belassen wir es. Ja, dann kann ich aber auch noch sprengen. Bam. Okay. 6 Münzen und diese weiße Truhe ist noch da. Ich weiß, aber 6 Münzen, 6 Schlüssel. Aber ihr wisst Bescheid, ich würde lieber jetzt erstmal... Hier können wir ja auch noch sprengen. Da könnte auch Münzen drin sein. Genau. Ich bringe jetzt aber nicht jeden Topf. Das wird dann, irgendwann wird es dann auch zu viel. Okay, wir sind auf. Es ist ein bisschen insane. Es ist ein bisschen insane bisher. Halbe Stunde von dem Betritt Flooded Caves. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas, okay? Ich meine, wir bekommen keine Flüche mehr. Der Fluch der Dunkelheit wird mich nicht mehr richten. So, was? Also, dadurch, dass wir die Flammen spawnen, haben wir mehrfach Schüsse.
Ich spawn jetzt einfach mal alle Flammen, die möglich sind. Ich glaube, 8 sind möglich. Habe ich jetzt 8? Oder sind 6? Ist egal. Ich lasse es jetzt. An der Stelle lasse ich es. Ich habe genug gespawnt. Wow, Mama Maya. Das war eine gefährliche Pille, aber gut, dass nichts mit ihr passierte. Ach ja. Der ist schneller explodiert, als ich dachte. Habe ich den irgendwie mit dem Feuer getriggert? Habe ich den irgendwie mit dem Feuer getriggert oder was habe ich getan? Au. Okay. Hier hatten wir schon mal, das war Lemon Party. Und noch eine neue Pille. Luck up, HP down. Ja, okay. Die nehme ich auch nur einmal. Ein HP weniger. Schade. Aber passiert. Bleib, wo du bist. Brauchst du nicht dich anfangen zu bohren. Naja, jetzt kann ich natürlich... Scheiße nicht einsammeln. Okay. Auch die sprengen wir uns einfach nach draußen. Ich bin noch ein bisschen zu gefährlich da, wo sie liegt. Eine Karte. Ja, ne? Können wir mal mitnehmen, aber haut sie mich jetzt nicht. Halt, da unten geht es ja noch weiter. Ich dachte, da hört es irgendwie auf, da geht es ja noch weiter. Der Raum ist ja noch gar nicht zu Ende. Ah, Itemraum. Guter Weg. Oh mein Gott, was tue ich? Was tue ich? Nein! Hab ich getan? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh no. Ich hab das getan, ne? Scheiße, ich hab nicht auf die Trinkets geachtet. Ich hab die Schere liegen lassen. Scheiße. Okay, wir gehen erst in den Itemraum. Wir gehen erst in den Itemraum, dann gehen wir da in den Raum. Ich brauche jetzt... fuck my life. Ich brauche jetzt unbedingt irgend so ein Item, was mich vor der Explosion in immun macht. Oh, Mist. Oh, was macht das Ding? Ich habe es schon 3000 Mal gehabt. Ich brauche jetzt... Das ist jetzt nämlich das Restock-Ding, was auftaucht. Ne? Das ist jetzt das Restock-Ding, was auftaucht. Ich glaube, das Ding ist... Das macht irgend so eine Spur, ne? Ja, Familie, aber mit Sticky. Scheißdreck. Ah, nein! Okay, ich reroll jetzt. Das ist das Restock-Ding, was damit gemeint war, ne? Es ist schon kaputt! Ich dachte, ich kann es mehrmals sprengen. Was ist denn das jetzt? Ja, das nehme ich jetzt auf jeden Fall mit, weil ich kann ja nicht mehr rerollen. Orbiting Tears plus Range. Ach du Scheiße. Nein! Machen das die Flammendinger dann auch? Oh no! Oh mein... Ja, das ist das, was ich meine. Der Tower-Effekt sprengt mich komplett weg. Oh, Scheiße. Thank you.
Okay, die Feuertränen schießen normal. Cool. Oh, verdammter Mist. Ich brauch ganz... Oh, nein. Jetzt habe ich wieder richtig verkauft. Oh nein! Ich habe mich auf das scheiß Trinket. Nein, ich habe keine Herzen mehr. Waren da nicht irgendwo noch welche rumgefunden? Ich habe nicht auf das scheiß Trinket geachtet. Das darf nicht wahr sein. Jetzt liegt das da, jetzt liegt das da in der anderen. Ich krieg die Krise. Liegt das da erst. Liegt das da echt in der anderen Ebene rum, ne? Scheiße. Das war's komplett von. Weil jetzt habe ich auch noch diese dummen Orbiting-Keys. Nein, ich hab's mit einem. Och Mann! Mit einer Aktion habe ich es mir. Oh Gott, das wird. Relax. Scheiße. Hä? Bist du jetzt weggeflogen? Okay. Mist. Ich meine, ich habe noch ein paar Münzen. Ich komme durch die Räume durch. So ist es nicht. Ich kann auch so kämpfen. Ich kann auch mit Spacebar kämpfen, aber ich brauche Herzen. Ich brauche dringend Herzen. Und dann muss ich hoffen auf Münzen. Ja, und Herzen bringen wir jetzt ja nicht mal über. Ist das eine Kacke? Euch erledige ich so. Kein Bock. Die. Okay, da ist Energie. Ich wollte gerade sagen, die Tränen, die aus den Flammen kommen, die. Okay, Münzen sind wichtig. Die Tränen, die aus den Flammen kommen, die beziehen sich leider nicht auf die. Weißt du schon? Auf den Damage. Also die bleiben scheinbar gleich. So wie Apache. Aber... Ja. Die Schlüssel sind auch super wichtig. Oh, Gott. Energie ist super wichtig. Mehr Energie im Shop, bitte. Ganz die Energie, die ich gemeint habe. Okay. Ich würde jetzt tatsächlich nichts kaufen wollen. Ich hole mir lieber so Münzen. Also hier ist jetzt nichts, was ich unbedingt kaufen möchte. Ich hole mir lieber ein paar Münzen. Weil wir brauchen dringend... Solange ich jetzt diese Scheiße... Oh Gott. Also wenn ein Raum spielbar aussieht und nicht so, dass ich schnell getroffen werde, so dann... Ja, nee. Freunde. Weil das Ding ist, sobald ich getroffen werde, habe ich meine Kettenreaktion. Und wir haben einfach den riesigen Salat. Sobald ich getroffen werde, haben wir einfach den riesigen Salat. An Kettenreaktionen mit Bomben. Komm schon, habe ich das jetzt falsch gesprengt oder ist der da nicht? Ach, ich suche den jetzt nicht. Kriegen wir noch irgendwo Energie her? Nee? Dann Spacebar spamme ich mich jetzt durch den Boss. Ist mir jetzt egal. Wer ist es denn? Mega Fatty. Ja, das sieht auch nicht so viel besser aus.
Aber gut, solange er mir nichts tut. Bisschen Energie habe ich ja, so ist es nicht. Also, ein-, zweimal kann ich mich, denke ich, treffen lassen. Muss halt aufpassen. Ja, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Den haben wir. Ohne, dass ich zu viel Geld opfern musste. Sehr schön. Engelraum, HP ab. Wichtig. Wichtig. Das ist das Lazarus-Ding. Das lässt mich als Lazarus wieder spawnen, ne? Aber ich will ja als Bethany gewinnen. Wenn ich jetzt also das Lazarus-Ding einsammle... Ja, genau. Dann denke ich, denkt das Spiel, dass ich Lazarus bin. Das nützt mir nichts. Ich will nicht mit Lazarus den Run beenden. Also werde ich das nicht einsammeln. Das andere ist allerdings das Book of Revelations. Oder ist es das? Oder ist es die Bibel? Wait a moment. Nee, es ist die Bibel. Die lässt mich fliehen. Aber ich brauche ja das hier. So, es geht ja gar nicht. Ich kann ja nicht... Scheiße. Also ich kann sie einmal einsetzen, dann habe ich eine Bibelflamme. So, hier, Bibelflamme, cool. Aber ich muss... Oh, fuck. Ich werde jetzt auch nicht gegen den kämpfen. Ich werde jetzt safe nicht gegen den kämpfen. Also Mega-Satan wird nix. Zum Glück haben wir jetzt wieder ein bisschen Herzen. Junge, 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 Junge. Ich kann jetzt mit... Das Magician-Ding mitnehmen bringt mir überhaupt nichts. Ich nehme das Tour of Clubs weiter mit. Weil jetzt kriege ich keine Bomben mehr. Jetzt ist es gut, dass ich das Tour of Clubs dabei habe. Weil ich halt dumm... Oh, es war so... Das ist die dümmste... Oh. Das ist die... Ich komme nicht drauf klar. Ich komme nicht drauf klar, dass mir das passiert ist. Ich hatte so eine geile Synergie. Ich wollte sagen, wenn ich dann bei den Bomben bei 45 bin, kann ich einmal, bei 46 bin, kann ich einmal Tour of Clubs einsetzen und dann ist die Sache cool. Okay, apropos Bomben einsetzen. Gib mir was Gescheites. Put your bombs into bombs. Ich werde ja gleich meine Bombe setzen, dann weiß ich, was es macht. Weil den hier werde ich nicht nutzen, den werde ich auf jeden Fall sprengen. Ah, okay. Das macht natürlich die Trollbomben, die dann explodieren, wenn wir Tower haben, noch genialer. Weil dann werde ich noch schneller getroffen. Perfekt. Okay, wir lassen ihn mal kurz. Wir gucken mal, was die Münzen hier in der Ebene so mit uns machen. Meine Nerven. So, sobald die Gefahr kommt, dass ich irgendwo getroffen werden könnte, werde ich den Raum mit Spacebar beenden. Aber im Moment sieht das ganz okay aus. Energie ist so wichtig. So, hier auch noch. Dann geht's hier nicht weiter. Gut. Der Raum gefällt mir überhaupt nicht. Wobei, wenn ich jetzt in einer Reihe bekomme. Ja, Spacebar spammen kann ich immer noch. Ich hab's in einer Reihe, sehr schön. Dann komme ich das. Ich komme so durch. Ich komme so durch. Alles gut, ich komme so durch. Prima.
würde normalerweise nie so viele Pilze sprengen, aber wir haben so viele Bomben und da können halt auch coole Items rauskommen. Oder zum Beispiel dieses Mushroom-Trinket. Vorhin hätte ich noch gesagt, okay, ich wechsle das Trinket natürlich nicht. Aber ihr seht... Nein! Was bist du? Was geht an? Dreht die sich dann noch ein bisschen schneller? Ja, kann man anbieten. Kann man anbieten. Eie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 i. Leute, wie kann man so hart verkacken und dieses Item... Das ist so dramatisch eigentlich. Gib mir Geld. Gerade. Shot speed up. Sollte auch okay sein, ohne getroffen zu werden. Ich will halt die Münzen nicht verschwenden. Ich brauche die Münzen noch für Wichtigeres, für Größeres. Der Raum sollte auch passen. Das dauert halt 3 Jahre. Krieg ich die so kaputt? Nein, ich krieg die nicht mal so kaputt. Verschwendete Münze, stabil. Weg. Das Ding ist halt, die gehen nicht auf, wenn ich nicht hingehe und bis ich da bin, wieder zu mit dieser Attacke, die ich da gerade habe. Ich mach's so. Das ja. Der Scatter-Effekt hätte mich gerade ein bisschen weggescattert fast. Oh, das dauert 3 Jahre, bis ihr kaputt seid. Okay, danke. Bin so? Nein, natürlich nicht. Dumm machen. So. Wieso mache ich immer solche? Bob hat schon geschrieben, ich brauche einen Q-Kommentator. Der hätte jetzt laut geschrien. Du hast dein Trinket nicht gewechselt. Du hast noch das falsche Trinket dabei. Mach die Augen auf. Ach ja. Okay. Wir haben wieder die Chance. Wir haben wieder die Chance, ein Item zu bekommen. Dass wir sprengimmun werden. Das wäre das Wichtigste. Das wäre das Allerwichtigste. Dass wir sprengimmun werden. So, das ist Outbreak. Das wollen wir nicht. Das sorgt dafür, dass das erste Gegner, den ich töte, in jedem neuen Raum explodiert. Das wollen wir nicht. Also. Wie war das? Ich dachte, ich kann das hier... Ich dachte, ich kann hier eine Bombe setzen. Geht es dann sofort kaputt, wenn ich da eine Bombe hinsetze? Ich muss es nochmal probieren. Ich dachte, ich spreng das nicht sofort. Ich spreng es sofort. So, das können wir einmal einsetzen. Dann müssen wir das mitnehmen. Deutlich angenehmerer Raum. Das Schöne ist an diesen Orbit-Tiers, dass die halt, die interessieren sich nicht für Steine, ne? Die fliegen. Ganz cool. Okay, was macht die komische Seife? Die hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal und ich kann es mir nicht merken. Die ist, glaube ich, sogar neu. Da muss ich jetzt, glaube ich, wirklich einmal wieder den Bild des den Dings wechseln. Ich glaube, das ist ein Repentance-Item.
Aber ihr habt die schon ein paar Mal. Die macht irgendwelche Statuseffekte. Also ich sammle die auf jeden Fall. Nee, die Seife ist da oben. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Ich weiß nicht, was es ist. Okay, ich weiß nicht, was es ist. Und ich bin auch nicht drüber gefahren. Die Seife ist da oben. Das war A Bar of Soap. Das ist gar nicht A Bar of Soap. Ich dachte, ich hatte das Ding schon mal. Das ist es dann gar nicht. Okay, das ist es dann gar nicht. Hier, vielleicht will ich es dann doch nicht einsammeln. Ich glaube, ich will es dann doch nicht ein. Ich bin. Oh, was, wenn das irgendwas. Was ist das? Das sieht rosa. Oh Gott. Nee. Aber ich will es lieber doch nicht. Ich meine, wir haben. Ja, ein bisschen Geld. Aber ich will eigentlich auch meine. Das ist halt das Ding. Ich brauche mein Geld halt an sich auch, weil das Geld ist im Moment tatsächlich ja. Oha, jetzt habe ich aber hier böse aufgeräumt. Das wollte ich jetzt gar nicht. Oh, stimmt. Stimmt, durch den Scatter-Effekt habe ich hier jetzt richtig auf. Oh, scheiße. Ich setz keine Bombe mehr bei der Donation-Maschine ein. Ups. Dadurch habe ich gerade richtig böse aufgeräumt. Hoppla. Ja, das war nicht so klug. Das war nicht ganz so. Okay, das holen wir uns ganz zum Schluss. In bevor ich vergesse es. Aber wir haben ja theoretisch noch geheim. Wieso sehe ich plötzlich den Geheimraum auf der Karte? Was habe ich denn jetzt wieder eingesammelt? Ah, Nee. Hä? Achso, doch. Das war die Scroll, die ich ausgelöst hatte, ne? Ich glaube, deswegen sehe ich den Geheimraum. Okay, hier rein. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich jetzt. Nee, kann ich nicht. Ganz schlechte Idee. Ich hatte gerade eine ganz blöde Idee. Ich bin froh, dass ich sie wieder vergessen habe. Verdrängt habe. Ich wollte sagen, okay, ich kann ja jetzt mich nach unten porten. Und ich habe so viele Münzen. Ich spacebare dann einfach die ganzen Bosse weg. Ich hoffe, ihr erkennt den Fehler, den mein Kopf da macht. Ich habe dann das Münz-Space-Bar-Item nicht mehr. Das wäre nicht gut gewesen. Das wär gar nicht gut gewesen. Das wäre überhaupt nicht gut gewesen. Oh Gott. Alter, ich könnte mir so in den Hintern. Wirklich. Ist das eigentlich Zufall oder muss man gucken, wo das landet? Im Moment rate ich einfach, ne? Ich rate einfach irgendeinen Kopf. Kann man das sehen, wo das landet? Oh, gib mir das. Gerade. Das nehme ich auch. Gerade. Ich habe die Frage schon so oft gestellt und ich weiß die Antwort auch, aber ich vergesse es halt immer wieder, ne? Tut mir leid. Stabil. Sämtliche Kohle wieder zurückbekommen. So läuft's. Energie ist full.
meinst du dann den Stachelraum besuchen, ne? Wenn da jetzt noch mehr Herzen rauskommen, gehe ich den Stachelraum. Ich will nicht auf ein Herz runter reduzieren. Oh fuck. Was ist, wenn diese Katze auftaucht? Ich habe dann zwar 9 Leben, aber ich habe immer nur ein Herz. Das wird nix. Das wird nix. Es tut mir leid, dieses Guppy-Item muss ich liegen lassen. Das wird nix. Das geht böse in die Hose. Das geht richtig böse in die Hose. Wieso bin ich jetzt hier hochgegangen? Ich weiß es nicht. Bruder! Okay, da ist das Item. Nehmen wir den mit. Der kann halt, der hat coole Effekte. Rock Speed up weiterhin. Ja, nice, nice, nice. Die müssen, wenn die sich noch schnell drehen, ist das gut. Das Ding ist, okay. Das Ding ist aber, wenn ich jetzt dieses Trinket mitnehme, kann ich nicht mehr rerollen im Itemraum. Und ich will ja eigentlich auf ein Item. Nein. So gut der Pilz ist. Nein, scheiße. Ich kann's nicht. Ich muss rerollen im Itemraum. Und in Zukunft rerolle ich mit Münzen im Itemraum, nicht mehr mit den Bomben. Ich war wirklich überzeugt davon, dass das gut geht. Also, dass ich mehrmals rerollen kann mit Bomben. Scheinbar spreng ich das Ding komplett sofort. In Ordnung. Weil dann müssen wir das so machen. Dann müssen wir das so machen. Ich hoffe nach wie vor, ne? Es gibt mehrere Items, die mich vor Explosionen immun machen. Ich brauche irgendeins davon. Wenn ich nicht eins davon bekomme, habe ich ein Problem. Ich hatte ein super Trinket. Ich muss es komplett versauen. Alter. Bitte spult vor, wir sitzen hier noch eine Weile. Komm schon, jetzt. Das hat viel zu lange gedauert. Okay. Boah, nee, Mann. Okay, wir haben noch 2 Räume zum Erkunden. War nicht so gut. Junge. Den Paskelett werde ich mir jetzt ja wohl nicht treffen lassen. Sehr schön. Das war's wert. Jetzt können wir uns die Herzen wiederholen, können zum Boss gehen, spammen den Boss mit Spacebar weg, falls es irgendwie Kacke ist. Dann passt die Geschichte. Junge. Ich würde die so gern mitnehmen, die Scheißschaufel. Dann ist mein Geld-Item weg. Und wenn ich noch mehr Damage an den Tränen bekommen würde, dann... Was war hier drin?
Ich hab's schon wieder vergessen, wenn ich nicht nochmal nachgeguckt hätte. Solange ich noch genug Energie habe, werde ich jetzt noch nicht meine Münzen einsetzen. Sieht auch ganz gut aus, dass wir die nicht einsetzen müssen. Damage Up ist super gut, super wichtig, weil das Damage, wie gesagt, nicht nur die Tränen beeinflusst, sondern auch meinen Damage-Schaden, den ich mit dem Geld mache. Und wir kriegen einen HP-Up noch dazu. Oh, guys, es geht weiter. Was ist das wieder für ein Wall? Und den, ich habe ihn selber wieder so weird gemacht. Ich habe ihn selber wieder so weird gemacht. Es ist zum Kotzen. Aber wir haben richtig gutes Damage jetzt. Wir haben richtig nices Damage. Wir treffen halt nicht so gut. Das ist das. Aua. Oh. Aber zum Glück ist der Raum groß, der wird jetzt nicht noch böse sehen. Okay, wir haben auch noch gleich. Aber das ist das Ding. Ne? Wenn man einmal getroffen wird von dieser Scheiße. Dann ist alles. Kann nicht so. Ich glaube, ich kann nicht so sprengen, dass alle drei weggehen, ne? Ach doch, kann ich, weil es ja. Ja, sprinkelt. Ach, die Feuer gehen ja. Ich bin dumm. Alles gut, alles gut, alles gut. Dumm, ich habe nichts gesagt. Okay. Komm her. Kein Problem. Kein Problem, kein Problem. Kein Problem. Tschüss. Ach, alles. Damage ist super. Der Damage ist super. It needs power. Klingt nach irgendwas mit Energie. Ich lasse jetzt nichts mehr dem Zufall auf. Ich lasse jetzt, ne? Das ist ein Afterbirth Plus Trinket. Okay. Wenn mein Active Item voll aufgeladen ist, dann gibt es mir ganz viele Status-Ups. Jetzt ist meine Frage. Ich muss jetzt mal auf die... Schaut mal bitte auf die Statuswerte. Wenn ich jetzt dieses Trinket einsammle, gehen die Statuswerte runter. Nee, es verändert sich nicht. Das heißt, ein Space-Item, was ich dauerhaft einsetzen kann, zählt nicht als aufgeladen. Weil dann ist die Bubble für mich wertlos. Meine Statuswerte ändern sich nicht, richtig? Ja, okay. Dann brauche ich es nicht. Weil ich werde mein Space-Item nicht mehr wechseln. No. Ray. Aua. Oh Gott. Aber ich sehe gerade zum Glück die Haut, die Trollbomben nicht immer in so Sprinkle-Dinger. Oioioioioi, Junge, 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 Junge. Cool. Normalerweise würde ich jetzt auch sagen, okay, wir sprengen die blauen Flammen, aber ich meine, mehr als blaue Herzen kann ich nicht bekommen und die nützen mir nichts. Ich kann die blauen Herzen gerade nicht mal einsetzen, weil ich ja nicht mal an eine blaue Leiste rankomme. Oh, das Ding ist gefährlich. Ich bleib mal hier. Ich hoffe, dass ich die so ein bisschen in meine Reichweite bekomme. Okay, das war's jetzt eh. Super aufpassen.
passen. Eine so Explosion könnte mich komplett beenden. Haben wir schon Herzen rumliegen? Nein. Oh, Scheißraum, Scheißraum. Du bist noch ein Gegner. Wollen wir es riskieren, noch ein bisschen zu spielen? Nein, wir riskieren es nicht. Genau, deswegen. Ich riskiere schon wieder zu viel. Mein Herzen ist nicht gut. Ich riskiere schon wieder zu viel. Okay, wir haben nur einen Weg, der weiterführt und wir sind bisher komplett falsch gegangen. Stabil. Okay. Nein, es ist mir ein bisschen zu schnell hier. Die sind mir ein bisschen zu schnell hier. Da bin ich mal so frei und mach den hier. So, hier sprengen wir natürlich. Logisch. Nee, du bist jetzt irgend so eine Stacheltruhe. Ein goldenes Herz. Okay. Ich überlasse hier nichts dem Zufall. So, jetzt machen wir den Rest so. Jetzt dürfte ich nicht. Also wenn ich jetzt wieder getroffen werde, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich es auch. Ja, leider kein Trinket, was mir was nützt. Weil ich weiterhin dieses hier mitnehme. Vielleicht, wenn wir im Itemraum waren und ganz gut gerollt haben und so weiter. Aber wir müssen erstmal den Itemraum... Okay, hi. Also der Raum sollte auch. Also der Raum dürfte auch funktionieren, ohne jetzt hier Münzen herzugeben. Ja! 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 So viel Ja. So viel Ja bei diesem Raum. Okay, das ist auch wieder so ein interessantes Ding. Vor allem, das ist ein Raum, der wird immer so bleiben. Also diese Stacheln werden... Oh, die sind super langsam. Aber umso besser für mich. So, durch den Raum müssen wir nie wieder durch. Wir müssen nie wieder hierhin zurück. Passt, ist okay. Damit kann ich arbeiten. Auch hiermit kann ich arbeiten. Auch das dürfte ohne Geld funktionieren. Gar kein Problem. Nice. Okay, Shop und Itemraum in einem. Das ist jetzt wieder so ein Ding, wo man sich entscheiden muss, ne? Also die Bomben, das ist ein Bomben-Item, aber das macht, glaube ich, das sorgt, glaube ich, dafür, dass die Bomben mehr explodieren. Ist das dieses Ding? Ach nee, das ist der Bomb-Buddy. Also ja, nee. Das ist ein Active-Item. Und die violette Fliege. Die violette Fliege. Nee. Okay. Rerollt es jetzt beide Items? Rerollt beide. Okay, was sind das jetzt für rosane Glitzerbomben? Die sind neu. Die sehe ich hier nämlich nirgends. Die sind... Ja, das ist ein Repentance-Item. Es tut mir leid, ich gucke dieses Item jetzt nach. Ich möchte jetzt hier nicht, ich will hier nichts mehr dem Zufall überlassen. Okay, Bombs explodieren mit einem Random-Effekt, aber sie machen nach wie vor Schaden. Okay, das ist dann nichts für mich. Und das andere? Sehe ich gar nicht. Irgend so ein blutiger Stift? So ein blutiger Stift. Finde ich nett. Guck ich jetzt auch nicht nach. Das gucke ich. Nee. Ich will nicht zu viele Items mir spoilern. Nee, nehme ich. Also ich nehme es nicht, aber ich gucke es auch nicht nach. Ich habe jetzt hier nur, weil das halt ein Bomben-Item ist, habe ich gedacht, vielleicht sorgt es dafür, dass Bomben freundlich werden im Sinne von, sie machen mir keinen Schaden mehr. Das ist halt meine Hoffnung. Lasst mich in Ruhe. Aber es ist sehr gut, dass wir jetzt zwei Items haben, die rerollt werden können. Okay, das hilft mir beides nicht.
Der Broken Mirror, das ist. Das macht mit den Tränen irgendeine Scheiße, ne? Das macht mit den Tränen irgendeine Scheiße, das kenne ich doch noch. Genau, es ist ein Rebirth-Item. Gibt Tränen einen Bumerang-Effekt. Nee, das nützt mir jetzt auch überhaupt nichts. Das da drüben kenne ich wieder nicht und es sieht auch jetzt nicht so aus, als ob ich es benutze. Ich weiß halt nicht, was es ist. Das war nicht das, was ich gerne hätte und ich werde es jetzt nicht. Nee. Sorry. Okay. Okay. Das ist auf jeden Fall nichts Verkehrtes. Cricket's Head ist auf jeden Fall gut. Denn mehr Damage ist mehr Damage ist mehr Damage. So, Schlüssel. Das waren Spacebar. Ah, scheiße. Ach ja, das war das. Ja, ich erinnere mich. Ja, scheiß drauf. Jetzt habe ich es eingesammelt, aber ich nutze. So. Hat nicht so viel gekostet. Wollte es vor allem eingesammelt haben. Um sicher zu gehen. Ich spiele komplett unlogisch, ne? Manche Sachen schaue ich nach, manche Sachen sage ich so. Oh, es ist egal, scheiß drauf. Ich versuche mich nicht zu viel zu spoilern, aber ich will auch nicht. Ich möchte auch nicht den Run noch versauen. Ich hab ihn schon genug versaut. Wieso habe ich das Herz nicht gekauft? Ich muss zurück das Herz kaufen. Wieso habe ich das Herz gerade nicht gekauft? Bin ich denn völlig lost wieder unterwegs? Oh, ein blaues Herz mitnehmen, auch wenn wir es nicht nutzen. Vielleicht gibt es ja irgendein Achievement für Millionen blaue Herzen oder so. Aber durch Cricket's Head haben wir jetzt richtig schön Damage. Was auch gut ist, da ist der Geheimraum. Ist irgendein Trinket wieder. Du Stink. Nein, ich werde weiterhin den hier mitnehmen. Wir haben noch einen Itemraum. Da haben wir nochmal die Möglichkeit zu rerollen. Und da haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit auf Bullshit. Bräuchte halt wirklich, wirklich, ihr wisst, was ich brauche. So, ich hole mir ganz kurz noch den anderen Geheimraum. Ganz, ganz, ganz fix. Hier kann er schon mal nicht sein. Er könnte zwischen Itemraum und Dings sein. Wenn da Stacheln sind, wäre da. Ist er da denkbar? Ich würde fast sagen, nein. Wäre ein bisschen komisch. Wäre es von hier aus? Na, wir können es mal ausprobieren. Weil viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Doch, es gäbe noch ein paar Möglichkeiten. Nee, okay. Hätte mich jetzt wirklich gewundert. Insofern, ich habe mir schon gedacht, dass da nichts ist. Aber ich meine, ich habe ja so viele Bomben. Also kann ich es auch ausprobieren. Hier kann aber auch nicht sein. Hier kann aber auch nicht sein. Okay, das ist ein merkwürdiger Geheimraum. Ah, nein, wir hatten ihn schon. Ach, Leute, ich weiß doch. Warum bin ich so? Warum bin ich so? Warum bin ich so? Mal schnell die Feuer am Rand loswerden. Dann dürfte das hier kein Problem darstellen. Ja, jetzt rennt er nur noch ein bisschen durch die Gegend. Das ist jetzt gar kein Problem mehr. Wir machen halt die Damage. Okay, der ist auch wichtig. Dinge um mich rum sind immer gut. So, sonst ist hier nichts passiert. Wir gehen weiter. Es ist 1 Stunde 14 Marm-Ebene.
Du kannst es dir nicht... Ja, geil. Du kannst es dir nicht... Wir können keine Flüche mehr bekommen und so, ne? Es ist... Es sind so viele geile Voraussetzungen. Und dieser blöde Tower-Effekt, den ich im allerersten Itemraum eingesammelt habe, der bestimmt diesen kompletten One. Alles hängt von dem ab, wie der mich trifft und oder nicht trifft und was ich dagegen tun kann. Oh shit. Was soll ich machen? Kommt das Ding hoch? Nein. Und überhaupt? Okay. Überhaupt so viel dazu. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es passen könnte oder nicht. Ich habe von dem anderen Raum her nicht geschaut, weil ich mir jetzt auch wieder... Okay, alles klar. Ich wollte es einfach probieren, weil es hätte ja sein können. Das war alles. Blöde Kiste. Okay, das sind jetzt aber... Ich hab ein Herz noch übrig. Das heißt, da kann ich das mal... Okay, nice. Mach dich weg. Nicht so... Alter. Kann ich es einsammeln. So. Jetzt wieder ganz viel Geld einsetzen im Itemraum. In der Hoffnung, dass da mehrere... Ja, keine Ahnung, was das ist. Das sieht super cool aus. Ich bin hier jetzt wieder zu neugierig. Das muss ich jetzt nachgucken. Das sieht so aus wie was, was ich haben möchte. Das sieht aus wie ein richtig nices Item. Soll ich es einfach... Soll ich es ohne nachgucken? Wenn ich mir damit den One versaue, jetzt spielen wir schon eine Stunde 15. Ich will mir nach einer Stunde 15 nicht den One versauen. Das könnte ein neues Item. Ich habe das so noch nicht gesehen. Könnte das ein neues Item? Ich guck mal, ob ich es irgendwo sehe. Bei den alten Items. Ich sehe es nicht. Okay, ich sehe es bei den Repentance Items. Ich lese es nicht und ich nehme es auch nicht. Nein. Nein! Ich weiß nicht, was das ist, aber jetzt nehme ich es auf jeden Fall. Ah, okay. Ach, das ist eine Wolke. Wegen... Okay. Also die... Ja. Also ein Familiar, was hinter mir alles nass macht, weil die... Soll das heißen, die Wolke weint, weil Depression? Ja, gut. Aber ich hätte so... Ich weiß, dass ich dumm gesprengt habe, bevor ich mich jetzt wieder... Ich hätte so sprengen sollen, dass natürlich nur die Steine kaputt gehen und nicht das... Mir ist es halt wieder zu spät eingefallen, weil ich halt... I'm sorry. Ich guck mal kurz, ob die Wolke noch irgendeinen Zusatzeffekt hat oder ob die einfach nur Wasser hinter mir macht. Also halt, das ist so... Ist das so wie das Holy Water Wasser? Die ist auf jeden Fall auch neu, die kenne ich nicht. Ich meine, ich habe es jetzt ja auch eingesammelt, dann kann ich es jetzt auch nachgucken. Ich mach mir meine Regeln auch, wie es mir passt. Ich weiß. Nee, das ist nicht mal ein neues Item. Nee, ich sehe die da nirgends. Ich meine, die ist so wolle-weiß gewesen, die würde ich ja sehen, wenn die ein neues Item wäre. Nee.
zurück. Am Ende ist es ein Rebirth-Item und ich hätte es einfach schon ewig haben können und hat es einfach nie und keine Ahnung. Ah, oh, das ist ein Booster-Pack-Item. Wait a moment. Zeigt mir hier die Booster Pack Items nicht mehr an. Hä? Gut, ich weiß, wie das Ding heißt. Ich kann auch danach suchen. Depression. Afterburst Plus Items, da ist es. Warum habe ich es nicht gesehen? Weil ich blind bin. Sonst, ja, da ist es. Leaves a Trail of Tears, damages enemies of 2 damages per tick. Okay, und wenn die Gegner die Wolke berühren, macht es auch Schaden. Und zwar so ein Leuchtstrahl. Das soll dann wahrscheinlich einen Blitz darstellen. Och Mann, ich habe schon wieder Mist gebaut. Ich hätte wieder ein anderes Item haben. Oh. Das ist andere unbekannte Item, was außer wie ein Virus wäre bestimmt cooler gewesen. Nee, Freund. Das machen wir nicht. Ich muss möglichst schnell jetzt noch zum Shop und da. Aber ich krieg im Shop niemals ein Item, was mir in irgendeine Richtung helfen könnte. So richtig. Die machen Brimstone. Ja, die machen Brimstone. Hab ich wieder verdrängt. Das macht immer noch Brimstone. Oh mein Gott. Okay, lass die Scheiße. Herzen. Liegen noch keine rum. Ich meine, wir haben genug Geld. Wir können uns relativ gut durchspammen noch. Ja, da war der Lichteffekt. Da war der Lichteffekt. Nee, ist mir zu viel los. Hier ist mir zu viel los. Ich möchte das nicht. Ja, da ist die Karte weg, ist auch egal. Ah, jo. Hier könnte ein Geheimraum sein. Jetzt nicht so geil, vorher noch mal so viel Kohle zu verlieren. Ja, nicht Kohle. Energie. Braucht dringend Herzen. Ja, stimmt, da war ja was. Okay. Könnte ein Full Heal dabei sein, ich muss es ausprobieren. Okay, wir können den anderen Geheimraum noch suchen, kurz. Der wird uns jetzt hier angezeigt. Nee, wait! Ich krieg dadurch Herzen. So jetzt, ne? Ich das jetzt so mache? Also ich glaube, ich hätte schlauer machen können. Ich glaube, ich hätte es schlauer angehen können. Naja, scheiß drauf. Ich glaube, ich hätte mich, wenn ich das schlauer gemacht hätte, hätte ich mich wahrscheinlich hoch... Weiß es nicht. So, wir gehen ganz kurz für den anderen. Ja, nice. Ja, nicht so nice. Aber letztendlich, wenn der hinter den Steinen bleibt, kann er mir nichts.
sollte passen. Ohne Geld einzusetzen. Und wir kriegen von ihm wieder Geld und das ist gut. Wir brauchen Geld. Das kaufen. Ah, das war die scheiß Experimental. Das kaufen. Nee. Lass mir meinen Turfklaps. Gut, geh mal zu Mom. Jo, bin hier. Wir probieren das mal so. Wenn sie einmal... Ja, wir machen ihr gut Schaden. Das ist das, was ich meinte. Die Bomben haben wir übrigens getan. Das passt. Ich brauche hier noch kein Geld hergeben. Ist ganz gut. Rangabflug, Mom. Rangabflug. Engelraum, it in. Polaroid, it in. Wafer. 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 Wichtig. Sollen wir kurz mal... Sollen wir... Ja, komm. Das war noch der erste, der war jetzt noch nicht das große Problem. Und jetzt ist doch das Ding, jetzt brauchen wir doch im Prinzip dieses Twinkie da unten eh nicht mehr, ne? Weil ich krieg keinen Itemraum mehr. So, scheiß drauf. Kann ich auch ein anderes Twinkie mitnehmen. Keine Ahnung, was das für ein Twinkie ist. Wird schon nichts verkehrt machen. Okay. Wir sind hier. Wir werden jetzt hier ziemlich viel... bevor ich getroffen werde. Also ein paar Räume werde ich auf jeden Fall versuchen, die halt machbar aussehen. Zum Beispiel der hier. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Genau deswegen. Ich will das noch nicht einsammeln. Unten ist ein freier Herz. Das will ich lieber einsammeln. Ich wollte es nur schon mal freilegen. Dann gebe ich es da hoch und dann ist es da in Ruhe. Sehr schön. Das halbe Herz ist wichtig. Wir haben Wafer, also das sieht soweit auch ganz gut aus, was das angeht. Ja, schön. Das ist wieder die Experimental Pill, ne? Ja, ja, genau. 3 Millionen HP-Downs. Wahrscheinlich. Ne? So. Hier das halbe Herz schön merken. Okay, vorsichtig vor den Lasern. Alles gut. Auch in Ordnung aus, da dürfte auch nichts passieren. Ding ist ja, wenn wir jetzt getroffen werden, ne, ist gleich ein ganzes Herz. Wollen wir nicht. Nein. Timesis Willen wollen wir jetzt auch nicht. Enger Raum. Müssen wir aber durch, hilft nichts. Sieht aber auch gut aus. Wenn ich mich hinten weiter verstecke, dürfte da nichts weiter passieren. Perfekt. Schön. Und hier hört es auf, der Weg. Das ist natürlich nicht so schön, aber auch der Raum ist jetzt nicht das größte Problem. Ich muss aber, glaube ich, ja, ich muss nach hinten. Weil ich komme nicht an ihn ran. Komm mal näher. Komm mal her, Schnucki. Schnucki. Range ist scheiße. Ja, super. Ja. War nicht so geil. Das war nicht ganz so geil. Ja, nee, aber ich spreng euch weg.
jetzt noch da drin? Okay. Das lassen wir. Ups. Ich hab den Sprinkeleffekt vergessen. Das war ein sehr unnötiger Damage. Aber was soll's. Mach dich weg. Toll. Der wird's mir jetzt bringen. Schade. Der wird's mir jetzt richtig bringen, weißt du? Okay. An sich würde ich den jetzt fast ausprobieren, aber da ich Geld brauche und es nicht mehr riskieren möchte, zu viel Geld zu verlieren und auch nicht mehr so viele Möglichkeiten habe, Geld wieder zu bekommen, lasse ich den jetzt schön in Ruhe. Nicht, dass wir nachher bei irgendeinem Boss dann zu wenig Energie haben, um ihn wegzuspammen. Ne? Boomstone, Kackviech, Drecksding. Gut, dass wir den Wafer haben. Es ist so gut, dass wir den Wafer haben. Okay, auch hier würde ich eigentlich jetzt spielen, aber no. Also gut, würde ich nicht, weil man denn die Stacheln durch müsste. Ich da nichts riskieren wollen würde. Geld ist wichtig. Imagine einfach, wie ich diesen One komplett versaut habe. Es ist so traurig, ne? Die Sache mit dem Trinket ist so unglaublich traurig. Nein! Wollte ich nicht. Ich wollte die da unten lassen. Nein, das wollte ich auch nicht. War da jetzt was? Nein, okay. Ja, die Sache mit dem Trinket ist so unglaublich traurig einfach. Dann halt nicht. Aber was willst du tun? Opens all doors in the room, so wie der Dad's Key. Einmal. Bin gerade was im Überlegen, aber ich hab's halt nur einmal. Nee. Okay, wir sind beim Boss. Scheiße, oh, der Raum ist viel zu eng für sowas. Oh Gott. Yes, gib mir die Energie und dann einfach raus hier. Eine Sache versuche ich noch und zwar hier. Könnte noch ein Geheimraum sein. Weil jetzt könnte ich... jetzt muss ich noch ein paar probieren. Ich probiere noch ganz kurz ein, zwei Möglichkeiten. Dann gehen wir. Keine Sorge, wir gehen gleich. Dann nicht. So, wen haben wir hier? Last Resist, okay. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Aber alles gut. Wie gesagt, mein Notfallplan. Ja. HP ab. Ja. Mein Notfallplan ist immer noch einfach sämtliches Geld spammen, Bomben spammen, so alles in Ordnung. Es ist alles noch in Ordnung. Wir sind bei 1,5 Stunden. Mit einer der längsten Isaac-Parts, mein.
Weil ich halt auch die Runs nicht mehr splitten möchte, ne? Aber dafür habt ihr dann halt jetzt einen langen Isaac-Part. Dafür gibt es die nächsten Tage dann erstmal wieder keinen, weil ich es nicht geschafft habe, mehrere aufzunehmen, sondern halt nur diesen einen. So, das war schon mal wieder nicht so gut. Energietechnisch, es ist so gut, dass wir den Wafer haben. Der Wafer ist so gut. Für so viele Sachen, wie ich den Run versaut habe, ist der Wafer wiederum halt Gold wert. Mein Gott, ey. Ich hoffe, es gibt irgendein Achievement, so einen Run zu beenden mit möglichst vielen blauen Herzen. Weil nur hier kann man die ja so sammeln und stacken. Nirgendwo sonst kannst du die so stacken. Oh, yes. Nehme ich mit. Nirgendwo sonst kannst du die ja so krass stacken. Einfach schnell. Nee. Nee. Okay. Einfach schnell zum Boss, wollte ich sagen. Okay. Wir gehen kurz in die Maschine. Wir gehen kurz. Wir gehen kurz in die Spilo. Was? Achso. War das Ding. Was machst du? Was willst du? Du nimmst Geld, ne? Wo kommt jetzt der... Achso, wo kommt der Schlüssel her? Ich habe den einen Engel ja besiegt. Bin schon völlig lost. Hä? Lädt der einfach nur... Ich glaube, der Dude ist Müll. Gib mir Herzen. Keine Herzen. Auch keine Herzen. Cool, dass ich die habe, aber die brauche ich jetzt nicht. Ich meine, ich brauche 4 für die Chest, das ist okay. Aber im Moment brauche ich Herzen. Den Stachelraum. Mit gutem Gewissen sind den Stachel. Was habe ich gedrückt? Ah, das war Spacebar. Alles gut. Ich bin nur ein bisschen erschrocken. Alles gut. Ja, Schlüssel sind cool, aber nicht, was ich nutze, was mir jetzt was nützt. Außer ich krieg noch einen Schlüsselbettler. Dude. Ja. Gib mir die. Okay, perfekt. Das sind ja so Trollherzen. Okay, so, einmal hier schnell. Ah ja. Ziemlich nutzlos, aber. Kein großer Verlust, weil, wie gesagt, ich... Auf damit! Bruder. Dann nehme ich halt die anderen. So. Mann! Okay, weiter im Programm. Ich wollte gerade sagen, super, dass er die da hingelegt hat. Da könnte ein Geheimraum sein. Dann muss ich es nicht selber testen. Finde ich gut. Danke, Bomberman. Deine Kooperation. Bin ich sehr auf deiner Seite, was das angeht. Also es gibt so viele Sachen, womit ich mit den Run echt böse... Hä? Was willst du hier was willst du hier rerollen? Kannst hier nichts... Hä? Was macht das Ding hier? Es kann doch nichts rerollen. Also es gibt Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Alles andere gibt es Mastercard. So, wir sind komplett falsch gelaufen. Der ganze Weg bisher war Müll. Also nicht ganz Müll, aber... Müll.
Ihr wisst, wie ich den Müll meine. So, jetzt sprengen wir mal hier uns rein. Na komm, jetzt können wir auch den Rest sprengen. Wollte eigentlich mit einer Bombe schaffen und hoffen, dass die ordentlich gesprengt wird. Oh, egal. So. Wollte ich eigentlich gar nicht einsetzen, weil den Raum sollten wir auch so schaffen. Wenn ich die auf einer Reihe habe, ja. Diese Galaktiktränen zusätzlich sind halt auch... Ich hab's nicht gesehen, da war eine Treubombe dabei, oder was? Halt! Gib mir Münzen mit einfach eingebaut. Hier geht's ziemlich safe zum Boss. Ach, komm schon! Kann man denn so oft daneben langen? Ich meine, wir haben jetzt wieder zwei Herzen dem Raum gegenüberliegen. Das ist gut. Und wir haben immer noch den Wafer. Das ist noch viel besser. Hier geht's nicht zum Boss. Das ist doch schon mal stabil. Noch eine Hand. Noch eine Hand. Noch eine Hand. Eine Hand. Hier ist der Weg noch nicht fertig. Wie schön der One-Hit sein können, ne? Wenn ich nicht diesen Müll eingesammelt... Also wenn nicht, Quatsch, wenn ich... Einmal, wenn ich nicht diese Galaktiktränen, die sind zwar ganz cool, an manchen Stellen sind sie ganz cool, aber wenn ich sie nicht eingesammelt hätte, hätten wir deutlich weniger Probleme. So. Augen weg. Und die machen wir so weg. Nein, die Augen machen wir so weg, das ist mir zu blöd sonst. So. Wir machen ganz gut Schaden, solange wir hier stehen, das ist okay. Mache ich jetzt auch so weg, das ist mir zu blöd. Das ist in Ordnung, das war eigentlich jetzt sogar gewollt, weil dann macht sie den, kriegt sie Bombenschaden. Genau. Eine Sache ist schon mal erreicht. Haben wir noch Herzen irgendwo rumfliegen? Stimmt, da oben haben wir noch Herzen rumfliegen. Hier nochmal ganz kurz hoch zur Dings. Ich meine, wir kriegen bestimmt auch nochmal Herzen jetzt in der Kathedrale, ne? Aber wir gehen jetzt auch so nochmal schnell hoch. Scheiß drauf. Zeit haben wir. Jetzt ist eh alles egal. Ich weiß, der Weg ist weit. Nacht bricht bald herein. So, hier. Und hier. Ja, komm. Geld ist wichtig. Halt, Geld ist wichtig. Ist super wichtig. Also, ich bin ganz ehrlich. Ich denke schon, dass wir den One jetzt schaffen. Es wäre... Ich würde super durchdrehen, wenn ich den One jetzt noch verkacke. Ne? Aber er dauert halt ewig jetzt schon. Er dauert jetzt halt echt schon richtig ewig. Und es, ich weiß, dass es meine eigene Schuld ist. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Oh Mann, ey. Wir kommen möglichst schnell durch. Oh Gott. Das sind jetzt halt richtig blöde Gegner. Ja, muss ich so machen. Richtig blöde Gegner für die galaktischen Tränen. Weil man die halt überhaupt nicht kriegt. Nein. Aber ist okay. Kann natürlich auch sein, dass wir noch mehr interessante neue Gegner bekommen, zu Gesicht bekommen.
So, wir müssen unbedingt auf die Herzen achten. Ich bin ein bisschen hier wieder zu unvorsichtig unterwegs. Ich habe eigentlich genug... Oh mein Gott. Okay, wie schaffe ich es, einen Weg darüber zu bauen? Wenn ich hier die Bombe setze, dürfte die doch so sprengen, dass der Stein... Ich habe gehofft, die Bomben vielleicht reißen die irgendwie den Stein mit. Die reißen den weg. Ja, sie geht so ein bisschen, geht sie schon rüber, wenn ich Glück habe. Dann halt nicht. Es war ein Versuch. Ich habe es nicht geschafft. Darf mich nicht so auf Trocken treffen lassen. Das ist nicht gut, was ich hier tue. Wenn ich keine Herzen zurückbekomme, das ist nicht gut, was ich hier tue. Wollte ich nur mal gesagt haben. Das ist auch kein Herz. Wäre halt gerne an die Truhen hier rangekommen. Spät. Hab's versucht. Wir brauchen Herzen. Die klauen mir nachher noch. Oh, die Typen wieder hier. Death. Den kann ich so erledigen, der ist rot. Ah, nee, kann ich nicht. Der muss auch hochgehen. Der muss auch aufgehen. Ja, auf jetzt! Geld? Geld. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich muss böse aufpassen. Oh! Könnte ich? Nein, kann ich. Nein, ist Schwachsinn. Schwachsinn. Was ich tue, ist Schwachsinn. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich hab nichts getan. Alles gut. Ich hab gar nicht falsch gedacht. Ist alles in Ordnung. Chillt. Ich weiß, ihr wisst, was ich gedacht habe. Es war Quatsch. Herzen? Fällt mir gar nicht. Haben wir sie? Nein, wir haben sie noch nicht. Wo ist der nächste? Da. Keine Herzen. Wieder nix. Wieder nix. Geld? Wieder nix. Oh Gott! Oh nee. Oh nee. Geld spammen hier wäre nicht so gut gewesen, weil erstens klappt es auch so, zweitens hätte es ganz schön viel Geld jetzt gekostet. Ich brauche das Geld für wichtigere Bosse als solche Witzfiguren. Beispiel für solche da. Ah, Stores are open. Ja, nice. Nützt mir richtig viel. Nein, da muss ich rein. Ich krieg keine Herzen. Das ist nicht gut. Bist du Lars? Okay. Wenn der Greed weg ist, dann sollte die Fistulas auch klar gehen. Erst muss der Greed weg. Ansonsten, ja. Sonst wird es ein bisschen viel auf einmal. Ich meine, ich könnte mich auch... Scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mich aus dem Raum raussprengen. Da war es schon zu spät und die Herzen waren weg. Oh Gott, Leute, wir haben ein richtiges Problem.
Ich gehe jetzt auf hier kein Risiko mehr. Zwei Treffer und ich bin weg vom Fenster. Wollt's nur mal gesagt haben. Ein Geheimraum. Hier könnte er noch sein. Nix, wieso kriege ich kein Herz? Oh Gott. Komm schon, Herz. Ich hab viel Stand. Was? Ich muss wahrscheinlich in den großen Raum hier gehen. Ja, hier geht's auch noch weiter. Gott, wir haben einen Backup-Raum, da sind so viele Herzen drin. Holen wir uns noch ein bisschen Geld. Gutes Geld. Drüben auch noch ein bisschen Geld holen. Gutes Geld. Könnte es hier eine Verbindung geben? Okay, wenn es hier eine Verbindung gibt, mache ich jetzt Folgendes. Oh, scheiße. Ich bin gerade zu riskant und er gibt mir mein Geld wieder. War mir gerade zu riskant, bin ich ganz ehrlich. Das war der Quatsch. Dann mache ich jetzt Folgendes. Wir haben einen Backup-Raum. Wir haben einen Backup-Raum. Und wir haben hier einen Stachelraum. Den besuchen wir jetzt. Das war komplett useless, aber es ist völlig egal, weil wir haben, wie gesagt, den Backup-Raum. Und insofern konnte ich das riskieren. Ich wäre sonst eigentlich, wäre ich jetzt nicht mehr hier rüber gelaufen, weil mir das viel zu weit gewesen wäre. Aber dadurch, dass hier halt zufällig der Geheimraum war. Was ein effing Zufall. Ne? Ganz ehrlich. Was ein riesiger Zufall, dass da der Geheimraum war. Dadurch habe ich es jetzt gesagt, ich probiere es. So, drei Herzen haben wir noch. Wenn uns Isaac hier ein bisschen Schaden zufügt, werden wir entsprechend nochmal heilen, bevor wir in die Chest gehen. Aber jetzt geht's dann zu Isaac. Ich habe kein Geld aus den Krügen bekommen, aber es ist okay. Wir haben noch 70 Münzen. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Das Ding ist halt, ich komme nicht an die ran, ne? Stabil. Gut, machen die Bomben schön Schaden. Den Bomben ist gar nicht so verkehrt. Die haben jetzt eher mir Schaden gemacht, aber ist egal. Wir sind energietechnisch noch ganz gut. Das Ding ist halt, ich treffe ihn nicht. Mit meinen scheiß Orbit-Tränen treffe ich halt einen scheiß Dreck. Ne? Aber das war's. Ich muss dran denken, jetzt die Herzen wieder zu holen. Komm schon, mach jetzt einen Abflug. Schön. Oh, Errungenschaft. Book of Word. Weiß, ich spreche es wieder falsch aus. Book of Virtues oder Virtues, keine Ahnung. So, Herzen aufladen. Chest. Vier Itemkisten. Für uns am Anfang. Vielleicht ja eine mit Bomben-Schadenreduktion. Wäre doch was. Gott. Kann nicht mehr. It's a one. Ich kann nicht mehr. Ja.
Keine Ahnung, was das macht. Ich sammle eh alles ein. Watch your value. Was ist denn? Der zeigt, wohin ich. Okay. Vielleicht macht der. Ist das irgendwie Kontaktschaden oder so? Keine Ahnung. Der hängt immer nach. Achso, der hängt immer dahin, wo ich. Okay. Interessant. 99 Schlüssel. Creep Shots. Ach, dieser komische Finger, Alter. Sieht richtig weird aus. Was bist du? Boom. Ich probiere einmal Boom aus. Ich will wissen, was es macht. Was es macht, weil ich habe ja ganz viele Aufladungen, hätte ich ja dazu, ne? Irgendwie setze ich damit ganz merkwürdige Dinge frei. Also gib mir das hier wieder. Also was auch immer das war. Was auch immer das war. Man weiß es nicht so genau. So. Okay. Ich muss mega auf meine Herzen achten. Aber auch auf meine Münzen, dass ich das Blue Baby genug Münzen übrig habe. Aha. Irgendwas habe ich getan. Keine Ahnung, was ich getan habe, aber irgendwas habe ich getan. In Ordnung, nehme ich. Nehme ich nicht. Herzen. Keine Herzen, aber das nehme ich auch. Das nehme ich auch. Mehr Protection für mich. Aber wir brauchen auch was, wir brauchen. Imagine, wir hätten den Wafer nicht. Imagine, wir hätten den Wafer nicht. Ich wäre so tot. Der Wafer rettet. Ja, Scheiße. Herz, 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 Herz. Der Wafer rettet mir einfach alles. So, das ist insane. Okay. Das könnte ein interessanter Raum werden, wenn die sich jetzt alle noch aufteilen. Aber ich habe relativ viel Zeug um mich herum. Was macht jetzt eigentlich dieser Finger? Kann ich damit irgendwie... Ist das Kontakt-Damage? Nee, das passiert überhaupt nicht. Keine Ahnung, was der Finger macht. Und auch egal. Ist egal. Ich meine, die Dinger machen auch nichts. Ich muss sie nur kaputt machen. Das ist alles jetzt easy. Der Raum, in dem Raum werde ich nicht getroffen. Das ist nicht das Problem. Sollten sie mir zu nahe kommen, drücke ich einmal die Leertaste und die Sache hat sich erledigt. Ich hoffe, ihr teilt euch den Run irgendwie auf mehrere Tage auf oder so, keine Ahnung. So als wären es 4 Parts. Weil, ganz ehrlich, früher hätte ich es halt so gemacht, das wäre ein Run, der wäre wahrscheinlich so immer nach einer halben Stunde, hätte ich gesagt, da machen wir beim nächsten Mal weiter. Aber ich bin irgendwie jetzt nicht mehr so, dass ich sage, oh, scheiße. Ich bin halt irgendwie jetzt nicht mehr so, dass ich sage, ja, ich teile Runs auf, sondern ich mache halt einen Run pro Part. Und das war's dann halt. Keine Ahnung, es geht hier nicht mal weit. Ich hätte mich einfach rausspringen können, habe ich gar nicht gesehen. Okay. Dann waren diese 3 Räume komplett useless. Bis auf den Swan Protector, den wir eingesammelt haben. Der war natürlich ganz gut. Oh, nee. Ganz böser Raum, wenn ich hier getroffen werden sollte. Okay, gut. Oh, Herz. Wichtig. So. Ja, das ist jetzt auch wieder... Das macht halt viel zu wenig Schaden, wenn ich jetzt einfach nur das Geld spamme. Also durch alle Räume kann ich mich damit nicht durchspammen, ne? Ich muss schon... Ich muss ein bisschen auch auf die Bomben hoffen. Dann wenn ich... Nein, 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 nein. Also dass die... Nein! Nicht zu mir! Ja, schon wieder.
wäre halt einfach schon wieder fast tot. Ohne Wafer. Ich wäre wahrscheinlich tot ohne Wafer. Den mache ich so. Ja, Herzen. 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 Mehr Herzen. Und bitte ganz schnell zum Boss. Bitte ganz schnell irgendwie zum Boss. Okay, der Raum sollte laufen. Yes. Vermutung, Geheimraum. Nicht Geheimraum. Geheimraum. Yes. Wozu nehme ich eigentlich Tour of Clubs die ganze Zeit mit, Mann? Okay. Ich spiele jetzt wieder Lotto. Ich hoffe einfach, dass ich hier in die Nähe vom Boss komme. Kein guter Rauch, mein Gott. Mach den Rauch so. Der Raum war mir viel zu riskant. Viel zu riskant. Ich hoffe weiterhin, dass er mich näher zum schneller zum Boss bringt. Okay. Den Raum sollten wir schaffen, ohne getroffen zu werden und vor allem ohne Geld zu opfern. Also langsam haben wir das Geld auch, ne? Wir sind bei 50 Münzen noch. Ich brauche schon ein paar des Blue Baby, so ist es nicht. Darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sehr gut. Hier geht's nicht mal weiter. Nein! Geh weg! Ah, wenn ich mit dem Finger die berühre, werden die verwirrt oder so? Kann es sein? Oder ist das Zufall jetzt gewesen? Sah irgendwie so aus. Ich weiß es nicht. Weg mit euch! Okay. Megaboom. Microfans. Okay. Ich weiß nicht, ob das Megaboom jetzt so gut war, aber hey, scheiß drauf. Bigger Boom auf jeden Fall. Doch, Bigger Boom ist schon gut, weil es ja auch für die Gegner Bigger Boom bedeutet. Ich meine, es wird jetzt nicht, glaube ich, mir ein ganzes Herz plötzlich abziehen, aber die Gegner macht mehr, den Gegnern macht es mehr Schaden. Das ist schon okay. Alles gut, ist alles gut. Das ist schon okay. Bin zufrieden. So, aber ich habe es nicht geschafft, zum Boss auf die Art und Weise zu kommen. Hier geht's auch nicht. Das Bombe. Das hat keinen. Okay. Kein Herzkram. Okay, zweimal Staying oder so. Aua. Haben die jetzt Bigger Boom gemacht? Ich weiß es gar nicht. Scheiß drauf. Ich gehe nach da. Imagine einfach, was für ein geiler One das hätte sein können, wenn ich nicht dieses Scheiß... Wobei man auch jetzt wieder sagen muss, dadurch, dass ich manchmal, dadurch, dass die Gegner von den Bomben auch besiegt werden, ne, ist es schon auch ein Effekt, der mir nützt. Also das muss man schon... Das muss man schon auch zugeben. Es ist schon mit einem Effekt, der mir auch was nützt. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur Schaden von dem... Also ich nehme immer Schaden, aber dadurch, dass ich halt auch den Wafer habe... Ja! Ja gut, ich meine, okay, ich brauche jetzt noch ein Herz, was das auffüllt. Das HP ab alleine nützt mir nichts, wenn ich kein Herz bekomme, was reinpasst. Aber es ist ein HP ab. Ein guter Raum.
Guter Raum! Guter Raum. Bin zwar ein bisschen langsamer, aber noch ein HP. Okay. So, ganz kurz das Metal Plate nach. Irgendwas sagt mir, dass ich das letztens schon mal nachgeguckt habe und wieder vergessen habe, was es tut. Aber wenn es ist, was ich denke, wartet einen ganz kurzen Moment, ich habe es sofort auf der Kiste. Es reflektiert die Bullets manchmal. Okay. So, hier hat es eigentlich die Bombe gesetzt. Hier hat es eigentlich auch die Bombe gesetzt. Also ich glaube, hier ist nicht der Geheimraum. Hier könnte er noch sein. Yes. Sein guter Geheimraum. Nee, ich behalte auf jeden Fall den Vogel. Batterie ist Quatsch. Ich behalte auf jeden Fall den Vogel. Ja. That's it. Ne? Ich kann nichts mehr tun. Ich krieg nicht mehr Energie zusammen. That's it. Wir gehen mit 4,5 Herzen zum Blue Baby. Auf geht's. Mit Glück reflektiere ich ein paar Mal die Bullets. Dazu. Und das Gute ist ja auch, dadurch, dass ich die Münzen einsetze, nicht nur mache ich Schaden dem Blue Baby, sondern ich bekomme ja auch die Flammen um mich rum, die auch nochmal die Bullets reflektieren. Nicht reflektieren, aber halt abwehren. Ja, schafft man schon. Überlasst jetzt nichts mit dem Zufall. Wir gehen mit 46 blauen Herzen raus und bekommen den Blessed Penny. Habe ich gerade das Achievement bekommen. Oh. Was? Ich bin durch. Was für ein verrückter One, ey. Ich hoffe. Oh. Ich Bethany jetzt ein eigenes Ending eigentlich? Nee, ne? Ganz normale Ending. Aber wir hatten noch nie das Repentance-Ding. Ich lasse es mal laufen. Vielleicht hat es auch neue Musik. Ich glaube, ja, ne? Er cursed die Musik. Alter. Jake Pollock. Stand da gerade. Wir haben mit dem One mehr Sachen freigeschaltet. Ich weiß nicht, was dieses Fast-Bomb-Ding war. Aber da habe ich auch irgendwas freigeschaltet. Ich weiß nicht, warum und ich weiß nicht, wieso, aber ich habe es freigeschaltet. Alter, dieser... Und jetzt versaue ich die Aufnahme oder so. Nein, natürlich. Da ist der Blessed Penny. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.